dass die Intensivierung der Katastrophen auf der Erde zyklisch alle 12.000 Jahre stattfindet. Dies bedeutet, dass der kosmische Einfluss, der den Kern unseres Planeten mit zusätzlicher Energie versorgt, einmal alle 12.000 Jahre auf die Erde einwirkt. Es ist erwähnenswert, dass jeder 24.000-Jahreszyklus durch noch schwerwiegendere Naturkatastrophen gekennzeichnet ist. Die schlechte Nachricht besteht darin, dass wir heute nicht nur in der Zeit des äußeren kosmischen Einflusses leben, sondern in der Zeit eines 24.000-Jahreszyklus, der noch zerstörerischer ist. Wir werden Ende 2024 damit beginnen, vollständig in diesen Zyklus einzutreten. Das bedeutet, dass sowohl die Energie, die auf den Planetenkern einwirkt, als auch die Intensität der zerstörerischen Naturkatastrophen erheblich zunehmen werden. Dieser zyklische kosmische Einfluss kann mit einem Strahl einer Taschenlampe im Nebel in der Dunkelheit verglichen werden. Es gibt einen konzentrierten Lichtstrahl und um ihn herum gibt es gestreutes Leuchten. Aktuell erreicht die Erde nur der gestreute Teil dieses kosmischen Lichts. Der konzentrierte Strahl hat uns noch nicht einmal berührt und wir sind bereits Zeuge einer raschen Zunahme der Anzahl und Intensität von Naturkatastrophen. Von hier an wird es nur noch schlimmer werden.